Willkommen, wir sind wieder in Super Fantasy Kingdom. Letzte Runde konnten wir zwar viel ausbauen, aber sind sehr früh gestorben. Gucken jetzt mal. Also, hier ist beides hier unten. Gold und Stein. Ah. Dann stellen wir... Ja, Holz wäre beides hier sehr gut. Dann können wir Taverne können wir ja mal hier hinbauen. Holz hier. Immer upgraden, alle hier rein. Und dann können wir gleich den Stein bauen, aber noch keinen reinschicken. Weil wir erstmal Häuser brauchen. Als erstes machen. Und das war mir viele Arbeiter bekommen. Hier, das geht wohl in der Demo auch noch. Das hier 500. Mit noch einem Arbeiter mehr anfangen. Aber da muss man die Schwierigkeit später dann hochstellen. Das können wir ja momentan noch nicht. Wir haben 8 Volt. Beinbruch. Was brauchen wir für den Jäger? Bretter. Wir müssen dann hier mal einen reinschicken. Noch brauchen wir zwar keine Nahrung. Aber heute bekommen wir ja hier direkt wen. Nehmen wir den wieder. Den einen nach vorne. Hier hin. Hier brauchen wir. So. Jetzt erstmal Steine abkloppen. Hier liegt ein Stein. Liegt nichts. Jetzt die Frage, holen wir uns den Ritter? So könnte er schon einmal ein bisschen leveln. Mal gucken. Mal Bretter dann. Ach, unbedingt. Wir müssen die Jagdhütte bauen. Was brauchen wir dafür? Hey, Brett. Bein ist voll.
jetzt haben wir Bretter. Können wir nicht. Wir brauchen noch einen Stein mehr und das geht nicht. Als erst die Goldmine bauen. Fünf Bretter, das reicht. Jetzt erst noch einmal upgraden. Haben wieder Weizen bekommen. Gold nicht hingekriegt und Nahrung auch nicht. So. Dann können die jetzt mal hier Gold so 2. Brauchten wir wofür? Hier brauchen wir Goldbarren. Hier normales Gold. Der Jäger. Aber 9 Steine. Hier braucht man das als erstes. Dieser Jäger, 3 Bretter. Hier ist bei beiden keiner drin. Ich habe mal diese 9 Steine zu lang kriegen. 8 Steine. 9 Steine, aber fehlt das Gold. Weiß nicht, wo fehlt das Gold. Geld ist aufgestiegen. Gold nicht zusammen. Noch ein Tag ohne Jäger. Das ist eine Katastrophe. Ja, geht noch. Also die essen jetzt wieder nur normale Nahrung, weil wir immer noch keinen Jäger haben. So ein Mist. Mal läuft es nicht so. Zwei Bretter für den Goldbaum, das machen wir. Aber endlich, wir haben zweite Gold. Ne, warte. Warum Gold? Wir haben die Steine zusammen, so war das. So. Könnten noch mal ausbauen. Und haben wir einen Förster auch. Wir brauchen als nächstes das hier. Steinbruch. Hier brauchen wir 5 Goldbarren, danach gehen die da raus. Siehst du, eine Schmelzhütte brauchen wir. Das war das. Das fehlt noch. Kann man ja gar keine Goldbarren herstellen. 9 Steine. An den Stein. Das Einzige, was man benötigt.
Gut, keiner gestorben diesmal. Ja, da haben wir jetzt noch nicht und Platz haben wir momentan auch keinen. Oh, 9 Steine, mach doch mal 9 Steine. Keiner sammeln will. Oh. Gedauert. Wenn sie jetzt mal hineinsammeln, kann ja wohl nicht wahr sein. Arbeitet doch keiner drin. Ja, der Goblin-König. Kann man auch nicht überspringen. Hier merkt es nichts und da ist auch nichts. Gut. Will doch mal ein Stein. Kann ja wohl nicht wahr sein. Da ist der Stein. 16. Können ein Haus bauen. Brauchen wir jetzt erst die Schmelzhütte oder erst die Mauer? Bauen erst die Mauer. Ja. Schmelzhütte ist besser. Ja, jetzt haben wir dasselbe Problem wieder. All das. Einer ist nicht gelevelt. Gibt keine Tiere. Da ist nur eins.
Aber hier liegen auch noch zwei, die keiner abholt. Ärgerlich, wir brauchen Goldbarren. Nur jetzt erst die ab. Aber wichtiger wäre erst die Goldmine, sonst haben wir gleich kein Gold mehr. Mal ein bisschen aufpassen hier, dass sie nicht sterben. Ich habe schon wieder nur zwei Nahrungen. Nicht wahr sein mit der Nahrung. Oh, da sind aber viele jetzt. Oh nee. Der ist gleich. Geht gleich schon wieder hops hier. Beide von einem Treffer kann ja wohl nicht wahr sein jetzt. Na, ist klar. Ey, von einem Treffer tot. Dann ist auch völlig egal, ob wir Nahrung haben oder nicht. Kriegen wir wieder keinen Ruhm. Kann es ja jetzt wohl nicht wahr sein. So, das mussten wir jetzt einmalig kaufen. Mein Halter jetzt. Musste ja bei der Hexe hier die zweiten Werte immer nur einmalig, also hier bei ihm nicht. Bei denen haben wir überall. Hier ist ein Baum. Tot. Er konnte, wir hatten nur zwei Nahrung. Oh, fünf, immerhin haben wir jetzt Gold. Einheiten verbessert angeblich. Der Magier kämpft jetzt nicht mit, da er ja immer noch tot ist. Jetzt sollten wir bei 8 Steinen dann erstmal. Müsste der Magier auch wieder leben. Der Magier lebt jetzt wieder. Den müssen wir hier mit Weizen aufwerten. Bei dem brauchen wir gar kein Gold.
Könnten ja eigentlich das hier bauen. 5 Blätter, 5 Gold. Blätter, 5 Gold. Und dann brauchen wir hier 8 Steine. Und keine Nahrung. Und das mit der Nahrung ist doch. Laufen echt zu wenig Tiere rum. Und wir kriegen jetzt die Steine auch wieder nicht zusammen, weil der Tag zu Ende ist. Heilfähigkeit scheint aber Zeit noch zu helfen. Was sind das viele? Schon wieder drauf. Wir müssen einen Bären schicken. Besser kann auch mal aufhören, hier Sachen zu sammeln. So, auf den X und was? Hm. Brauchen wir normales Gold. Können wir den Magier aufwerten auch in Richtung. Ach, komm. Leben die anderen wenigstens. Hoffentlich wird das dann nächsten Tag besser, wenn wir jetzt auch in der Taverne einen haben. Mit der Nahrung. Hier läuft ein Pinguin rum. Wir haben super wenig Ruhm bekommen. Diese Runde. Level 14 ist zu Ende. Benötigen wir nur noch das hier. Ja, nur noch Steine brauchen wir. Kosten also 5 und 5 Blätter. Eigentlich bin ich echt, wenn wir Bretter bekommen. Alle viel zu nah, das ist gar nicht so gut. Wir können mal gucken, was kostet der Weg hier oben. Bei uns war ja klar. Ja, kostet 23. Das kostet jetzt 6. Mal 50 gegen Feuchte. Das haben wir. Hätten wir vorhin das Upgrade für
für den Priester, also für den Mönch mit der Feuchte nehmen können. Die zweite Fähigkeit, die wir bei der Hexe freigeschaltet haben. Schon wieder tot. Also der Magier levelt wieder nicht, wir kriegen gar keinen Ruhm. Na, ganz toll. Kein Gold. Ja. Dann lassen wir mal vorsichtshalber. Jetzt den Weg hier laufen. Cool, gab eine Belohnung. Ein Erz, ein Holz. Lassen wir mal. Kämpfen wir jetzt vielleicht gegen den da. So, hier unten steht auch Level 3. Machen wir wohl morgen. Und die Balliste wird auch geheilt. Noch eine. Hier brauchen wir wieder Arena. Hier auch. Also Steine benötigen wir noch. Und vielleicht 6 hierfür. Wir haben 6. Brauchen wir das Gold für was an? Hierfür, aber das lohnt jetzt nicht mehr. Den Tribuschee, aber da brauchen wir Bretter. Bringt jetzt nicht wirklich was. Wenn alle in Steine gehen. 5 mehr dafür brauchen. Bringt aber auch nicht wirklich was. Dann warten wir jetzt auf 16 Steine und probieren das immer. Hit up to 3 targets. Also 9 oder wie? Jetzt haut der Blitz aber rein. Vielleicht bekommen wir aber noch 50 Ruhm. Könnten wir uns das hier angucken. Bild. Wenn es jetzt regnet, wäre super.
Der Magier ist schon wieder drauf gegangen. Was soll denn das? Der Priester auch, obwohl er hinten steht. Und der Krieger auch. Geil. Ist freigeschaltet. Und rechts unten. Okay, wir haben das geschafft. Also, null Ruhm. Super. Läuft bei uns. Nicht wirklich. Den können wir sammeln, ja. Brauchen gar nichts mehr. Hier kriegen wir nicht mehr fertig. Und hier unten, da bräuchten wir halt noch ein Brett, aber das lohnt jetzt gar nicht. Machen wir das hier oder nicht? Doof, dass sie nur gerade ausschießen, aber ansonsten. Wäre jetzt echt nicht die Bretter bekommen oder was? Die Steine. Nicht sein, drei Steine fehlen. So viele Gegner. Gucken jetzt, dass wir den Magier wenn tauschen. Oh, wo geht der hin? Ah, lebt noch einer und wo geht der hin? Wir haben 16 Steine. Oh, noch mal schneller. Und dann ist hier bestimmt bei 3 Sternen einfach auf eine Sekunde runter. Alle haben überlebt. Super, wir können uns nicht mal hier. Warte, hier war irgendwo eins. Ah ja, das hier. 50. Super. 11. Hier liegt ein Stein. Hier liegt gar nichts. Das Gold behalten wir. Da kaufen wir jetzt nicht die Felder hier. Wir dann machen lieber erstmal für den Rad, also laufübergreifend das investieren, das Gold. Jetzt kommt der Endboss.
da alle 7 Tage ein Boss wohl kommt, wird das wohl in der fertigen Version und so beibehalten, denke ich mal. Cool, instant getötet. Ganz schön was aus. So, jetzt ist zu Ende. Wir haben gewonnen. Machen wir Pause. Ja, wir haben 48, bringt uns gar nichts. Ich kostet 111. 40, 100. 250, 75. Schade. So, jetzt wird's auch Abend. Wir haben auch den 11. hier nicht zusammengekriegt. Game over, Glückwunsch. Du hast überlebt mit 48 Ruben, voll schlecht. Und 335 Gold. Das ist sehr gut, das können wir nämlich jetzt dann hier benutzen. Das nehmen wir dann am besten hierfür. Noch 20 mehr Schätze. Direkt voll gemacht. Welches nehmen wir? Ja, das noch nehmen. Und jetzt müssen wir wieder ein bisschen sparen. Gut. Wollen wir uns ja beim nächsten Mal schauen, wie viel Gold uns das dann bringt. Und wir müssten das hier einmal machen, damit wir uns die anderen Sachen noch freischalten können, die es in der Demo gibt. Dann noch ein paar Felder und einen weiteren Arbeiter zum Beispiel. Und im Startbereich das Feld, da brauchen wir ja Ruhm. Ich glaube wohl bestimmt erst, wenn wir das hier alles voll gemacht haben. Also zumindest bis zu der Reihe hier. Das können wir ja beim nächsten Mal sehen. Hat euch gefallen? Liken, wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen. Wir sehen uns dann bei einem neuen Versuch. Bis dann.